So ein Ding, das ist einmal im Leben. Ich meine, es ist gar nicht einfach etwas so Merkwürdiges wie Hitler zu spielen, weil sonst denke ich, wenn das zu einem kommt, dann mehr wird eine Parodie verlangt oder so etwas. Aber das wirklich so zentral und realistisch. Und da habe ich einfach ganz simpel wie ein Schauspieler ehrgeizig reagiert und gedacht, ja klar, das mache ich. Und natürlich, da muss man über bestimmte moralische Skrupel und so Sachen springen und sagen, also. Aber das, ich weiß nicht, entweder man traut sich das zu, dass man autonom genug ist und halt auch einen Massenmörder spielt, weil auch das, um das banal zu sagen, halt ein Mensch ist, oder man traut sich das nicht zu und da an diesen moralischen Berührungen drauf herumzureiten, das tue ich nicht so gern. Aber ich kann durchaus verstehen, dass das möglicherweise ein Problem werden kann. Und ja, und dann kam dieses Casting und ich bin da hingeflogen nach München, nicht gerade, ich war da nicht wild drauf. Auch wenn man sie vielleicht dreidimensional sieht und selbst Hitler nicht immer nur das Zeichen Massenmörder auf der Stirn trägt, sondern es gibt ja Sachen, die man menschlich nachvollziehen kann, trotzdem sagt er Dinge über die Juden und ein Teil seines Weltbild wird da von ihm selbst entwickelt. Das ist dermaßen absurd und wahnsinnig, dass ich denke schon, dass dieses Land und dieser Staat hier gefestigt genug sind, um einen solchen Film zu überstehen, ohne dass es da irgendwelche Strömungen erwecken würde. Ich weiß nicht, was passieren wird. Und das ist natürlich ein Ding, was dann auch im Ausland angeschaut wird. Und weil ich glaube, da spielen auch ganz andere Sachen, die nicht so direkt politisch sind, sondern eine bestimmte Faszination an dieser Art von dunkelstem Abgang, den die da betrieben haben, und diese Art von in den Bunker und dann noch tiefer in dieses schwarze Loch rein und all diese Art. Das hat irgendeinen merkwürdigen, makabren Sog, ganz jenseits von Politik. Das führt dann wieder zur Ästhetik von den Nazis, mit wenn ich diese Uniformen sehe und diese Mützen und diese Stiefel und dieses ganze Zeug. Das ist nicht erledigt. Das war auch eine Seite, die mich fasziniert hat. Natürlich, wir sehen hier nur die letzten paar Tage von Hitler, der Mann ist ja mal dahin gekommen und selbst in seinem körperlichen Zerfall sind immer noch außerordentlich stabile Machtverhältnisse. Er kann auch anordnen, Leute liquidieren zu lassen und keiner würde je seinen solchen Befehl missachten. Und also ist die Frage, wie ist das geworden?